Ich erinnere mal daran, wie das Ganze angefangen hat. Ich hatte 2009 das Vergnügen, zur damaligen Europawahl von der Lehre und Forschung für internationale Wirtschaft, Betriebswirtschaft in Köln in die Praxis zu kommen, weil diese ganzen damals schon offensichtlichen oder sich andeutenden Fehlentwicklungen, es war die erste Wirtschaftskrise, es gab einen Minister zu Gutenberg als Wirtschaftsminister, der dann irgendwie mit Handauflegen und Beruhigen und den passenden Worten und dem Kurzarbeitergeld die vermeintliche Krisenbewältigung getan hatte, erledigt hatte, nachdem, wir erinnern uns, die Immobilienkrise in den USA nach Europa übergeschwappt war. Und das schien ja erstmal nur eine amerikanische Sache gewesen zu sein. Auf jeden Fall sind die Amerikaner schuld gewesen. Und dann wurde daraus, hoppla, hopp, holter die Polter, die Griechenland-Krise, die Euro-Krise, die Euro-Rettungskrise etc. Und bei dieser Europawahl war 2009 noch einiges vage. Es deutet sich am Horizont als dunkle Wolken an, nämlich dass in Frage gestellt wurde, ob der Nutzen der EU vielleicht langsam sinkt und sinkt und der eventuelle Schaden und die Bedrohung, die da von den Fehlentwicklungen ausgeht, steigt und steigt. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte damals ins Netz gestellt 12 gute Gründe, warum die EU so gut für Deutschland und für Europa und natürlich auch für die Welt ist. Ja. Und im Laufe dieses Europawahlkampfes haben sich diese 12 Gründe, das hat mich schon stutzig gemacht, 12 Gründe, weil vom Chinesen wissen wir, das tollste Gericht heißt 8 Kostbarkeiten. Ja? Also bei 12, da muss man schon sich fragen, ob da nicht die ein oder andere Redundanz drin ist. Es wurde dann auch auf 9 eingekürzt, ein paar von den Sachen fielen plötzlich weg. Und immerhin 9, mittlerweile haben sie weiter gekürzt, die Kostbarkeiten, die in der EU drin sind, auf jeden Fall deutete sich an, das Rettungsgeschehen mit Griechenland. Und es war klar, dass die ganzen europäischen Institutionen wahrscheinlich eher wieder erratisch und kontraproduktiv reagieren. Was war das Erste? Es war das Rettungspaket, bilaterale Kredite. Dann kam die 3 Buchstaben, beziehungsweise erstmal 4 Buchstaben, Geschichte EFSF und so weiter. Die Aussage war, wir greifen jetzt ein, wir sorgen dafür, dass die genügend Liquidität da ist. Und das Ganze ist auch in der Summe begrenzt. Ich glaube, mit 500 Milliarden hat es angefangen, dann wurde das ein bisschen aufgestockt. Die Summe ist begrenzt und die Laufzeit ist auch begrenzt, also maximal 3 Jahre sollte es gehen. Und was geschah? Schon im zweiten Jahr wurde das verstetigt und aus dem EFSF-Geschehen und EFSM-Geschehen wurde der ESM, der dann zeitlich unbegrenzt war und so ein Auffangbecken sein soll, so eine Art auch ein bisschen europäischer Währungsfonds, als was es in den Raum gestellt wurde. Und der hatte dann noch ein paar Konditionen, und die besagten 500 Milliarden plus eine angeblich begrenzte, aber in Praxis dann wahrscheinlich eher unbegrenzte Nachschusspflicht der Staaten. Ja? Also schon damals gab es dann auch die ersten Klagen, ich weiß nicht, Peter Gauweiler und andere, 2009 fortfolgende, die diese drohende Gefahr an die Wand malten, dass die Sache erstmal nicht wirklich begrenzt ist vom Umfang her, siehe unbegrenzte Nachschusspflicht mehr oder weniger und von der Zeit her auch nicht. So, und dann wurde da eins nach dem anderen draufgesattelt. Dann wurde tatsächlich aus der angeblich nur US-Immobilienkrise, die Staatsschuldenkrise, die Griechenlandkrise, die Eurokrise und da fing dann die EZB an mit ihrer Rettung. Wie sagte noch Draghi, und war das 2012? Believe me, it will be enough. Ja, wir werden hier also quasi unbegrenzt nachschießen, um so den Euro, die Währung, das Währungsgebiet zu retten. Und damals wurde auch das durchaus aufgegriffen. 2011, 12 war, glaube ich, zum ersten Mal, dass es bei dem Bundesverfassungsgericht lag, was es aber erstmal weitergereicht hat an den Europäischen Gerichtshof, der dann sagte, ihr dürft Anleihen aufkaufen,
aber es muss ein paar Auflagen haben, ja? Also maximal ein Drittel der Emissionssumme und jede Zentralbank sollte ihrem Schlüssel gemäß aktiv werden und so weiter. Und daraus wurde dann nach ein, zwei Gerichtsurteilen und längeren Jahren die Praxis und das Reglement des sogenannten PSPP, ja, Public Sector Purchasing Program. Vorher gab es so ein paar Kleinigkeiten, wie es auch bei der Bundesbank der Fall war, Offenmarktgeschäfte und wie sich das alles nennt, aber das waren wenige, ja, kaum dreistellige Milliardenbeträge. Und mit diesem PSPP wurden aus diesen dreistelligen Milliardenbeträgen dann plötzlich in wenigen Jahren 2,6 Billionen, 2.600 Milliarden, die über dieses PSPP aufgelaufen waren, believe me, it's enough, ja, wo auch das Bundesverfassungsgericht nochmal nachsetzte und dann mit einem relativ launigen und laschen Urteil und dem Integrationsgesetz, was den Bundestag verpflichtet, so ein bisschen dann drauf zu gucken, ob das haushaltsmäßig in Ordnung ist. Ja. Da wurde das unter der Auflage, ja, ganz leichte, seichte Auflage, legalisiert, dass der Bundestag einmal, ich glaube, wir sind jetzt einmal im halben Jahr oder im Vierteljahr, die Ausschüsse Haushalt, Finanzen oder der EU-Ausschuss da eine Veranstaltung gemacht, wo das dann quasi im Nachhinein geheilt und abgesegnet wird. Damit nicht genug. Kaum war das PSPP nach, glaube ich, 5 Jahren ausgelaufen, hatten wir das Glück, dass die ganze marode Ökonomie erstmal noch maroder wurde durch die Corona-Maßnahmen. Ja, von manchen auch Plandemie genannt, weil hier konnte auch dann der nächste Plan verwirklicht werden, nämlich das PEP, ja, aus dem PSPP, was ja immerhin noch ein paar Auflagen hatte. Ja, siehe dieses Drittel, siehe diese Zentralbankschlüssel und bei anderen Sachen, wurde dann das PEP ins Leben gerufen, wogegen wir dann auch geklagt hatten, unter anderem. Und da waren ebenfalls, da war schon kaum mehr eine Rede von Auflagen. Es wurde, glaube ich, vage gesagt, ja, es ist nicht konditionslos, es gibt dann Auflagen, nicht so wie beim PSBP irgendwie. Und was geschah dann? Es fing mit 750 Milliarden an. Das ist auch irgendwie so eine fixe Summe. Ja. 750 Milliarden ist Next Generation EU, 750 Milliarden war beim ESM und so weiter. Damit fingen sie an, 2020. Und dann wurde das alle 3 Monate erhöht. Dann nochmal 600 drauf, dann nochmal ein paar hundert Milliarden drauf und am Ende landete man bei 1,6 Billionen. Ja. 1.600 Milliarden, die dann addiert 1.800 50 Milliarden, die über das PEPP, PEP oder warum nicht Pepsi, in den Markt gedrückt wurden. Ja? Also in Summe sind wir dann bei 4,3, 4,4 irgendwas Billionen, die über PSPP und PEP in die Bilanzen der Europäischen Zentralbank gelandet sind. Und das ist jenseits aller Target-Problematik. Ja? Also das ist das Vierfache der Targetsumme, die da mehr oder weniger, ja, wenn nicht im Feuer, dann doch auf sehr warmen, wenn nicht heißen, vielleicht sogar irgendwie irgendwann glühenden Kohlen liegt. Ja? Das sind eben die Staatsanleihen, für die die Auflagen immer lascher wurden und diese ursprünglichen Konditionen immer weiter verwässert und ausgedünnt wurden. Es ist also ein großer Drohverlust. Ich will jetzt nicht sagen, dass Target 2 zu vernachlässigen sei, anders als das Bundesbankvorstand Dr. Beermann, der im Jahre 2018 hier war und auf unsere Fragen dann sagte, ja, es wird überschätzt, die Target-Problematik, es ist gar nicht so schlimm und ich sollte ihn mal anrufen und dann würde er mir genau erklären, was es ist. Es kam nicht zu dieser Erklärung und die Target-Salden sind gewachsen. Es war damals noch unter 1 Billion, jetzt sind wir etwas drüber. Und danach kam, wie ich mich erinnere, dann ein Jens Weidmann, der eine Veranstaltung macht, die Bundesbank macht drüben in der Parlamentarischen Gesellschaft auch ab und zu mal, früher war es jährlich, ich weiß nicht, ob es noch so regelmäßig passiert, einen Empfang, wo dann auch informiert wird. Und da hatte Jens Weidmann erklärt,
die Sache mit den Target-Geschichten und den Anleihekäufen und den ganzen Drohverlusten, wie da einige Schwarze ja meinen. Man muss sich das so vorstellen, wie die, diese Steine, diese, diese riesen Hinkelsteine in der Atacama-Wüste, glaube ich, ja, die da offenbar irgendwelche Spuren hinterlassen, als ob die sich bewegen würden. Ja. Man sieht es nicht, dass sie sich bewegen, aber da sind irgendwelche Spuren, die darauf hindeuten. Und dieses Phänomen in der Atacama-Wüste mit den Hinkelsteinen wurde dann als Sinnbild für die Target und anderen Drohverluste in den Raum gestellt. Also zu einer wirklichen Auflösung dieses wunderbaren Bildes kam es dann auch nicht. Auf jeden Fall haben wir diese deutlich über 4 Billionen als Drohverlust. Und das ist ja immerhin, da kann man auch sagen, ja, nur ruhig Blut. Was sind das schon 4,3 Billionen? Es sind ja nicht im Fall des Falles 100% weg, sondern vielleicht nur 70%. Ja, und selbst wenn 100% weg wären, 4,3 Billionen, dann muss der Deutsche halt, die deutsche Volkswirtschaft mal ein Vierteljahr arbeiten, dann ist das auch abbezahlt und so weiter. Also ich glaube, mit diesem Downplaying tue ich mich ein bisschen schwer. Und es kann auch nicht sein, dass die Hinnahme von solchen Drohverlusten uns ruhig schlafen lässt oder eben das weiter bewirkt und befeuert, was wir die ganze Zeit erleben, Moral Hazard, dass sich die anderen daran gewöhnen, mit deutschem Geld direkt oder mit deutschen Garantien, mit deutschen Bürgschaften und so weiter, ein eher konsumtives Wirtschaftsgebaren an den Tag zu legen, anstatt das, wofür die EU angeblich so großartig stehen sollte, siehe Lissabon-Strategie von 2000. Die EU soll in den nächsten 5 Jahren das wachstumsstärkste Wirtschaftsgebiet der Welt werden. Die Arbeitsplätze sprießen nur so aus dem Boden, ja, die hochattraktiven Arbeitsplätze natürlich und Forschung und Entwicklung so und so viel Prozent, also alles wunderbar, alles nicht aufgegangen. Es sind alle Befürchtungen der Kritiker der ersten Stunde sozusagen eingetreten. Und die Kritiker der ersten Stunde darunter waren auch Leute wie Nobelpreisträger Milton Friedman und andere, nicht nur amerikanische Ökonomen, die sagten, das, was hier mit dem Euro gemacht werden soll, kann weder in der Theorie funktionieren, ja, also es gibt keine Homogenität des Wirtschaftsgebiets, der Kulturen und so weiter und so fort. Und darüber hinaus hat es auch empirisch noch nie funktioniert. Das, was am vergleichbarsten war, war die lateinische Münzunion, die schon lange vor dem Ersten Weltkrieg drangegeben wurde, weil die Franzosen dann doch keine Lust mehr hatten, für die Griechen und anderen Club Med-Teilnehmer damals schon die Schulden zu tragen, auf was es natürlich hinausgelaufen wäre und hinausgelaufen ist. So, und das ist also das Schicksal der Allmende, die Professor Bargus so schön beschrieben hat. Und alle Drohrisiken, alle Drohgefahren sind eingetreten. Das war jetzt die Seite jenseits von Tage 2, aber letzten Endes doch verbunden damit, weil wir reden von der Eurozone, wir reden von einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet, was kein einheitliches Wirtschaftsgebiet ist. Wir reden von Staatsschulden und Wirtschaftskulturen, die sich einander beißen und negativ beeinflussen. Und in dem Zusammenhang übergebe ich jetzt das Wort an Peter Böhringer mit dem Schwerpunkt Target 1, 2, 3, ganz viele. Ja, Target heißt übrigens nicht mehr Target, sondern T2. Und ob T2 so wirkt wie am Ende der T34, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal T2. Bitte, Peter.